Liebe Leute, wir haben die erste Runde verloren. Gegen den Mistkerl. Und ehrlich gesagt ist mir ein bisschen schleierhaft, wie man den besiegt. Tja, here is Call. Voll aufs Maul bekommen, würde ich sagen, liebe Kinder. Also mir ist nicht klar, wie ich den besiege. Vielleicht muss ich ihn unter Dauerparalyse halten oder sowas. Weil er macht ja immer seinen... Sobald er defeated ist, macht er seinen Ich belebe mich wieder Move. Und ich weiß nicht... Ich muss ja irgendwas dagegen tun können. Ich weiß halt echt nicht, habe ich irgendwas total vercheckt? Irgendeinen Basistrick, irgendeinen Teil der Questreihe? Hätte ich eigentlich doch noch Cedric finden müssen oder Cedrics Journal oder so, wie man... Cedrics Journal, wie ich Untote besiege? Warte mal. Wir haben doch hier irgendwo... Nee, da steht nur was über Wiedererweckung drin. Also ehrlich, Leute. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich glaube tatsächlich viel mehr als dem Kerl richtig aufs Maul hauen. Und hoffen, dass es irgendwann mal klappt, ihn unter Flüche setzen oder so, können wir nicht. Wir versuchen es jetzt nochmal. Also ich mache jetzt nochmal... Schön alle Schutzzauber an. Dann machen wir... Die Alexia konnte ja noch leveln. Da leveln wir das nochmal einmal. Weil die ja doch sehr oft out of Mana. Und nochmal können. Und speichern nochmal. I see you survive all this time, Father. Don't be so dramatic. I don't expect you to understand. What good could ever... The citizens of Far... United! Ich muss den schönen epischen Dialog... Ich wünschte, man könnte nochmal speichern. Tatsächlich wünschte ich jetzt, man könnte nochmal speichern, nachdem man den Dialog durchgewurschtelt hat. Cedric found out. Most of them, a few. I'm afraid your confidence is un... Okay, wie machen wir das denn? Wir machen erstmal die Guards weg. Time to die, you foolish child. Time blind zu werden, mein Freund. Oh.
So. 191 totaler Magel. Adrenot, Rot, Adpose, Asil, Rohr, Sonien, Adsumum, Beat. You did test my power. You think you can harm me? Oh genau, wir prophezeien uns mal ein bisschen. Der heilt dich immer direkt von Statuseffekten wieder weg. 140 damage. Nummer 3, 4. Und Nummer 5. Genau. Okay, und jetzt? Jetzt paaren wir dich. Und Gwen auch nochmal mit der Prophezeiung beleben. 113 health damage. Ja, Saugeparty. 81 mana damage. So. You cannot fathom my power. Du gainst mal dein Mana, solange das halbwegs problemlos geht. Oh, haben wir einen Dings geholt. 135 damage. Haben wir einen Spectre geholt, sehr schön. Mana damage. Der hat noch ganz schön viel Mana. Ich sehe das schon. Ja, saug dir ruhig HP ab, wenn du unbedingt meinst, du müsstest. 275 damage. Oh, da belebt er sich schon wieder. Also rein von den HP ist der genauso schwach. Ah, wenn er sich wiederbelebt, ist er auch noch komplett voll. Also deine HP sind halb voll und alles andere ist komplett voll. Wie krass ist das denn? So. So, wir beschäftigen ihn jetzt, indem wir immer mit Scheiß-Troll spammen. Möglichst. ...175 health damage. Aber wenn er natürlich drei Aktionen hat, werden wir eine haben. So. Heil uns mal. 152 damage. Oh, der Spectre macht ganz anständig Schaden. Oh, da gehen unsere Schutzzauber flöten, verdammt. Also ich habe jetzt nur die Vermutung, dass ich ihn die ganze Zeit unter Statuseffekten halten muss, bis ich, während ich ihn töte. Das ist das Einzige, was mir einfällt. 627 Mana Damage. Okay, jetzt ist er leer. Jetzt hat er kein Mana mehr. Ist mit allem möglichen Scheiß belegt, von dem er sich jetzt gerade wieder heilt. 59 damage. Aber jetzt kriegt er eine Runde fett aufs Maul. 260 damage.
Tut er noch was? Okay, was braucht denn unsere Party? Dann machen dann Healing Rain neu. Ja, verfluche noch zu Deadly Spectre, genau. Kein Mana saugen, du Arsch. 101 Mana Damage. Jetzt ist er geparat. Er muss doch tot zu kriegen sein. Nein, er macht deine Effekte wieder weg. 818 Damage. Umgebracht und er revived dich wieder. Wie kann ich den besiegen? Wie ist das möglich? Und er macht halt eben auch seinen Mana wieder komplett voll. Ich versuche jetzt einfach, ihn möglichst oft umzubringen. Vielleicht ist das ja die Lösung. 513 Health Damage. 246 Damage. Hat er meinen Spectre getötet? Damage. 546 Elf. Oh, jetzt hat er den Spectre gegen uns beschworen. Nein, da macht er seinen Statuseffekt wieder weg. Damage. Shit. Damage. Und er belebt sich wieder. Also ich kann diesen Kampf jetzt noch ziemlich lange führen. Ich kann diesen Speed noch. Damage. 53 mana damage. 890 damage. Ich kann ihn ganz oft umbringen. Das ist gar kein Problem. 450 mana recovered. Ich muss nur checken, wie ich ihn auch tot halte. Was ist das denn für ein übermächtiger Zauber, der ihn... Puh.
Paralysis. Als nächstes heilt er sich von seinem Statuseffekt. Ich sehe das doch. Ja, da heilt er sich. Verdammt. Ich habe immer das falsche Timing. Vielleicht klatsche ich ihn jetzt nochmal um. 98 Damage. 420 Damage. 107 Damage. Tot und? Ist er tot? Muss man ihn einfach nur oft genug töten? Ist er tot? Oh Gott. Er ist tot! Ich hab ihn umgelegt! Titus! Titus hat ihn getötet! Mit einer verdammten Nahkampfattacke! In einer Schlacht mächtigster Magie! Hat Titus ihn getötet! Okay, man muss Adrianus also nur oft genug umbringen. Ich hab ja die ganze Zeit versucht, ihn zu paran und ihn sonst kalt zu stellen. Man muss ihn oft genug kalt machen. Okay, Leute. Das hören wir uns an. Der Endkampf. Der Kampf gegen den Kernbösen des Spiels. Hier kommt er. Alter, wie die sterben. Das ist echt brutal. Und da steht er alleine da. Und wir zu fünf mit einem Spekter, die man so selten kriegt, das freut mich ja. Titus, du bist ein verdammter Held, ey. Oh, hier, Massengesauge, aber richtig. Das hat dir wehgetan, hä? Und jetzt tut er uns weh. Hat er da schon den Spekter getötet? Da haben wir ihn richtig zugesetzt, man sieht es. Und da gehen unsere Schutzzauber runter. Damit beginnt es uns richtig an die Nüsse zu gehen. Oh, der arme Mann kriegt schon einiges ab. Flüche hier. Heilige Magie da. Paralyse. Aber ist keiner von uns gestorben bisher. Oh, und wie er sich echt jedes Mal
The Dark Intended hat. So ätzend. Da, friss. Das klingt auch schön schmerzhaft, wenn er stirbt. Oh. Und da beschwört er dich den Spectre zurück. Und immer schön die Paare wegmachen, die ich im Gemüsam auch erlebt habe. Oh, hätte das wie das klingt, wenn er stirbt. Und wenn er sich wiederbelebt. Was für ein Sound. Und schlürft dich das Mana her. Da, nimm. Und er steht immer wieder auf. Ich glaube, das vierte Mal oder so. Ich habe nicht richtig mitgezählt. Und heilt deine Statuseffekte weg. Die Sau. Und da ist er tot. Da hat Titus ihn um die Ecke gebracht. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Hey, what did we miss? Das ist eine gute Frage. Das hätte ich ja noch schön gefunden, wenn man mit der ganzen Party gegen einen hätte kämpfen können. Das wäre irgendwie cool gewesen. When you didn't return, we tracked you here. Is that? When you didn't return, we tracked you here. Is that? Ah. My father, all this time, my own father was Farhaven's true enemy. But it's over now, for good. Praised be the divine. Look, Gwyn, I'm sorry about how things turned out. I mean. Thanks, Simeon, but I'll be all right. Like Matthias said, it's finally over. So, what happens now? You're a hero, you know? Ich? Titus ist der Held der ganzen Geschichte. Muss man ja mal so sagen. Aus dem fucking Grab. Das ehrlichste wäre wahrscheinlich Antwort 3. Aber ich möchte tatsächlich Antwort 1 geben. Die, normalerweise würde ich 3 geben, aber ich gebe 1 zu Ehren von Titus Adrianus. Diesem verdammten Abenteurer. She's right. Your bravery brought us together. I've never known a finer companion. Oh, danke schön, Messias. Du warst auch sehr nett. What they said. Bunch of saps, all of you. But still. Aero, Maltai seid, und hoch saps, hallo, wie gut still. Aero, ich muss ihre Käse am Hof tat. Nur wiegt die am Aero. Ich muss im Aero, ich muss von Teto, ja, überall seid. Nur wiegt die Aero, ich muss ihre Käse am Hof tat. Confidence. I like it. So, like the lady said, what happens now? Honestly, I have no idea. Das wäre die ehrlichste Antwort. Honestly, I have no idea. Well, there's one thing I learned from all the adventure stories I read as a girl. Ob sein und zwang, ob Studio Mo Aufnahme stoppen, Kontrolle, Studio Modus kontrolliert einstellen, Schalter. Studio Modus Aufnahme stoppen, Kontrolle, Studio Mo Aufnahme. Kurzer Panikmodus. Antwort ist halt. There's always another adventure. Ich hoffe doch.
Starring. Kaffee bei Manas Green Atriams. Ah, da ist es. Das ist der Endscreen. Da habe ich leider die Musik ein bisschen leise. Die ist sehr unepisch so. Aber hört mal hin. Nathevales und... Ah, und der hat auch den Goblin gesprochen, lol. Sehr coole Sprecher, alle miteinander. Okay, Leute, wir haben es geschafft. A Hero's Call ist durchgespielt. Kein absoluter 100% Run, weil mindestens eine Quest steht und ich wette, ich habe noch anderen Krams übersehen. Aber Leute, wir haben es geschafft. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was hier noch kommt. Messias, die schönste Stimme im Spiel, finde ich. Einfach weil er diesen Deepwood Ranger Flüsterton so unfassbar drauf hatte. Der hat Vater Ignatius und den Typen gesprochen. Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das waren auch die gleichen? Krass. Okay. Oh ja, Sally, da haben wir nur kurz gesehen. Hope war nett. Der Professor war super cool. Petunia, die blöde Kuh. Ja, und Schrader, tut mir leid. Ich habe hinterher noch gehört, wie man es richtig hätte machen müssen. Wir hätten einen Raum weiter und noch gehen und einen anderen Hebel vorher ziehen müssen. Dann hätten wir den Kerl gerettet. Es geht schon. Man muss nur richtig gucken. Alistair Ulcano war sehr gruselig. Und Walter, du lieber Guard vom Anfang. Ich habe zwischendurch, als die Guard-Stimme kam, habe ich ja echt Angst gehabt. Wir müssten jetzt Walter töten. Das hätte ich echt fies gefunden. Der hatte wohl eine zu individuelle Stimme für nur mehr als eine Person. Linayo. Ach ja, die Verrückte. Richtig. Ah, Berna, ja. Aber mir ist, die Doppelbesetzungen sind mir eigentlich nie aufgefallen. So gut haben die das gemacht. Krass. Ah, Beatrice, die irre Giftmischerin. Jonathan, der Kerl mit den Wolfshöhlen. Und der uns den Tipp mit den Faden und den Lagerfeuern gegeben hat, sonst hätte es vielleicht noch länger gedauert. Markus, der mir unsympathisch war, ich weiß echt nicht genau warum. Ja, die Bekloppen. Und Big John, der ganz sicher nicht wegen seiner Größe Big John heißt. Ja, der Bettler. Stimmt, den man ja in... Das war, glaube ich, der, den man in, dann ein Zuhause im Gasthof geben konnte. Und ich habe nicht... Ich weiß nicht, ob den nochmal eine Quest gehabt hätte. Das habe ich nie versucht. Ach, Nigel, der reiche Sack. Den haben wir beklaut. Titus, Held von Farhaven. Oh ja, der Goblin-König war auch cool. Den könnte man in einem DLC nochmal wieder treffen, wenn der sich versucht zu rächen oder so. Ah, wenn ich mal gestöhnt habe. Die haben wir nie gehört. Out of Sight Games presents A Hero's Call. Der gute Herr Bein. Unendlich geiles Sounddesign, muss man ja sagen. Und die Musik ist auch sehr gut, nur leider viel zu leise. Die hätten sie im Endscreen so automatisch 10% höher setzen können, das wäre ganz cool gewesen. Okay. Kaik Xiong? Das klingt irgendwie asiatisch. Audio-Movie-WDFMOD-Studio. Spezialtanks.
Davon kenne ich keinen. Klicke ich mal weg, die Liste ist, glaube ich, unglaublich lang. Da sind wir. Zurück in Farhaven. Zurück von einem unfassbaren Abenteuer. Zurück von A Hero's Call. Und wir können diese Quest da sogar noch fertig machen. Man wird zurück ins Spiel gebracht, nachdem man gewonnen hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich werde jetzt speichern. Das File hier. Ja, Leute. 90 Folgen werden es am Ende sein. Es war mein allererstes Let's Play, also außer mal random in irgendwelchen Dingern aufzukreuzen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hören noch Leute zu. Ihr wart nicht zu genervt, wenn ich mal wieder 3 Millionen Jahre lang Scheiße gesucht habe, die direkt vor meiner verfickten Nase war. Und ich hoffe, ich habe es auch sonst einigermaßen ganz gut gemacht. Ja, Hero's Call. Zum Abschied, was sagt man? Ein sehr, sehr klassisches Spiel. Also wo von den Charakteren, wir hatten den Dieb, wir hatten die Adelstochter, wir hatten die Klerikerin, wir hatten den Waldläufer, wir hatten mich als den Nekromanten mit Herz. Aber sehr, sehr geil gemacht. Ein sehr großes Spiel. Ich habe, lasst mich nachschauen. 47 Stunden 22, ihr habt es ja gehört. Wovon bestimmt 1,5 Stunden auf das Spiel hat rumgestanden und ich war auf dem Klo oder so gehen, aber trotzdem 45 Stunden Spielzeit locker. Und okay, ich habe mich natürlich doof angestellt, aber auch nicht zu doof. Ich bin jetzt auch nicht an jedem Bossgegner 12 Mal gestorben oder so. Also ein unglaublich großes Spiel, ein weiteres Spiel. Ein Riesenlob für das Sounddesign, was unglaublich geil ist. Mein Liebling ja nach wie vor, der Breath of the Death in den Minen, das macht jedes Mal Gänsehaut. Und so viele schöne Details, ganz viel Welt und ja, was man zu Heroes Call noch sagen muss, für ein sehendes Spiel wäre es wahrscheinlich schon ziemlich gut. Aber für ein blinden Spiel ist es einfach, sprengt es jede Kategorie, muss man sagen, weil sowas hat es nicht gegeben. Naja, doch, Manamon. Manamon ist vielleicht noch ein bisschen größer und alles, aber Manamon ist eben auch ein anders gelagertes Spiel, ein weniger realistisches Spiel, sage ich mal, ein mehr, das ist halt Pokémon-Style, ne? Und das hier ist eben wirklich, das hier ist ein richtiges RPG, das ohne, wie ich von Anfang gesagt habe, ohne Einschränkungen, ohne Wenn und Aber, es ist vollwertig, es ist groß, es ist sehr genial, es ist super schön gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß und ja, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und in diesem Sinne beenden wir das jetzt. A Hero's Call ist durchgespielt. Wir werden uns nochmal wiedersehen. Ich werde nochmal ein, zwei Bonusfolgen machen, in denen ich hier rumschaue und mit den Leuten quatsche und vielleicht wirklich die Sub-Reliance-Quest noch mache für die 100% und schaue, ob es irgendwelche Post-Game-Quests gibt, was die NPCs noch zu sagen haben. Und all das. Aber im Großen und Ganzen war's das. Und ich verabschiede mich. Wir werden uns hoffentlich bei weiteren Projekten nochmal sehen und auf Wiedersehen. Das war A Hero's Call.